Wir haben einen Supercomputer. Oh, das sieht übel aus. Das sieht sehr übel aus. Ich habe übrigens 122 Ionentriebwerkskomponenten. Ja, die sind alle so weit weg. Wir haben einen Haufen sehr neutrale Schiffe in unserem... im Moment. Oh, warte mal, da ist noch ein anderes Bruchstück. Ich glaube, wir haben das erste funktionierende Schiff. Naja. Ich weiß nicht, ob wir das Schiff nennen können. Hey, es hat ein Gyroskop. Es ist ein Schiff. Hey, na? Hallo. Oh. Na, wieder wach? Ja, so halbwegs. Du hast was getan, sehe ich. Ein bisschen, ja. Ich bin Schauen wir mal, ob das was bringt. Naja, wir müssen eigentlich ja nur Zeug suchen können. Das ist ja... Richtig. Sind dir die zwei Antennen aufgefallen? Oh, nein. 240 Meter, 95 Meter. Das ist nicht weit weg. Nein, das sieht so aus, als wenn die auf den Asteroiden aufgeschlagen sind. Zumindest der in 95 Meter oder 96 für mich. Ich check mal die Forschung und dann gehe ich mal gucken. Ja, klingt nach Plan. Achso. Wir haben mittlerweile übrigens über 100 Kilo Uran. Wey, das ist richtig gut. Ja, unsere Batterien geben aber langsam den Geist auf. Wir haben nur noch 2 Stunden Strom. Nein, 6. Aber ja, die Batterien unten sind in 2 Stunden leer. Das ist, ist die Frage, wollen wir etwas von dem Uran verwenden, jetzt die Batterien aufzuladen oder warten wir damit noch? Das ist eine gute Frage. Die 2 Scav-Schiffe, also das eine ist tatsächlich im Asteroiden eingeschlagen und bewegt sich nicht. Aha, dann komme ich mit dem Scout mal rum. Vielleicht ist das ja noch flugfähig, das werde ich gleich gucken. Das andere treibt hier im All rum. Ja. Lass mich das mal ansehen. Das hat Guck mal, das, was im Asteroiden eingeschlagen ist. Das richtet sich nach mir aus und hat eine Flex dran. Okay. Ist aber unbewaffnet. Das hat ein voll funktionsfähiges Cockpit. Ja, ist können wir. Noch einer drin? Können wir aber nicht benutzen. Ja, ich weiß. Aber wir können das Cockpit rausreißen. Und ein anderes reinmachen. Ja, und Moment. Hat das Ding... Das Ding hat Cargo. Ja, eben. Und ist wasserstoffbetrieben. Na gut, das könnte... Ja, eben. Das könnte man ja umrüsten. Weil den Wasserstoff... Ich komm nur so einfach nicht an... Das ist dort hinter, okay. So. Da ist ein O2H2-Generator drin. Oh. Das habe ich mir fast gedacht. Und Eis ist auch noch drin. Yep, das denke ich gerade. Das ist, Gut, die Tanks taugen nicht viel, weil das fast nichts ist. Ja, aber haben oder nicht haben. Ja, eben. Moment, ich guck mal. Vielleicht kriegen wir das Ding flugfähig. Dann kann ich es zumindest mal reinholen. Theoretisch mit einem Cockpit. Moment, da habe ich eine Idee. Oh. Ha? So, lass mich doch Was mal denn? Gucken. Was heißt oh? Ah, wir können keine entsprechenden Conveyor bauen, ne? Nee. Doch, Conveyor-Converter können wir bauen. Okay. Und das wird ja vielleicht reichen. Und dann ein kleines Cockpit dran, ist das Teil. Mal das andere an. Ich brauche noch Teile. Okay, ich kümmere mich mal um das Ding hier. Weil wenn das noch ein Gyroskop hat, hätten wir einen zweiten Scout. Flexst du das an oder das dich? Nee, ich flex es an. Okay. Das sah gerade so aus, als ob es dich anflext. So. Und damit ist das Ding auch tot. Wir haben ein Schiff mit einer Flex. Das ist richtig gut. Und ein Gyroskop. Das, was du hast, hat kein Gyroskop mehr. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das Ding hat nur ein Gyroskop und das sitzt vorne vor dem Cockpit. Und das fehlt bei dir. Ja, schade. Aber das hier hat ein Gyroskop. Also wenn wir aus 2-1 machen... Hätten wir einen zweiten Scout. Hätten wir einen zweiten Scout. Das Problem ist, sobald ich das Cockpit entferne, wird das Gyroskop abfallen. Dann entfernt das Cockpit noch nicht. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Ich stopfe erstmal die Teile wieder rein. Was mich nervt, ist, dass das wasserstoffbetrieben ist, weil wir haben... Das ist momentan tatsächlich ein Problem. Eis. Ja, das schon. Aber wenn wir dem Ding ein paar Ionentriebwerke verpassen... Ja. Und ja, die Wasserstofftanks, wir tatsächlich müssen. Die können wir ja benutzen, aber das Eis, das holen wir raus, dass wir das nicht verbrauchen. Ja. Ich denke, dann sollte das gehen. Ich habe Teile dabei, um das eine wieder flugfähig zu machen. Ui. Welches würdest du flugfähig machen? Das, was in den Asteroiden eingeschlagen ist? Ja.
Das wäre jetzt zumindest mal mein Plan. Ja, klingt nach einem Plan. Das Ding hat dann zwar noch kein Gyroskop, aber damit kannst du zu dem anderen fliegen und dann aus 2-1 machen, dann hast du ein Gyroskop. Richtig. Damit haben wir einen zweiten Scout. Moment, du hast doch Bremstriebwerke hast du. Ich habe keine Triebwerke aber du hast vorwärts. Ja, und keine nach links. Und die rechts fehlen auch. Hä? Nein, es fehlen alle Triebwerke. Stimmt, alle... What? Die haben mit Sicherheit irgendein blödes Sicherheitssystem drin. Ja, uncool. Egal, dann umbauen auf Ionen. Richtig, umbauen auf Ionen. Ich fange schon mal... Wow, ups. Wow. Das ist nicht gut, ich bin hängen geblieben. Moment, ich besorg mal Teile. Trümmerhaufen, wo bist du? Oh, Orientierung, ich und Orientierung. Wie macht ihr das? Ihr seid ewig im All unterwegs, wie könnt ihr euch orientieren? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist einfach ein natürlicher Prozess. Ich weiß nicht warum, aber ich habe 10 Metallgitter im Inventar. Ja, von dem Cockpit. Oh, das würde heißen, und wenn wir weiter Metallgitter sammeln, könnten wir vielleicht das große... Wir haben schon genug Metallgitter für das Gyroskop. Für das große? Ja. Oh. Wir haben nur ein Problem, wir kennen die Technik nicht, wir können es noch nicht reparieren. Noch nicht, aber bald. Mechanik 3 ist bei 94%. Oh, schön. Yep. Das ist sehr bald. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht aus 2-1 machen, sondern setzen hier einfach ein neues Gyroskop. Das wäre eine... Du verstehst? Überlegung, ja. So, Ionentriebwerke. Und dann nehmen wir den anderen nämlich auch mit und verschrotten meinen Scout. Weil der andere ist deutlich besser als meiner. Du verstehst? Ja, ich brauche 6 Triebwerke, richtig? Zumindest mal zum Bewegen. Ich würde zwölf, weil das Ding ist etwas größer und dementsprechend schwerer. Da macht 2 in jede Richtung schon Sinn, würde ich sagen. Ja, ich nehme jetzt mal 6 mit, dann kann ich es zumindest bewegen. Mhm. Und dann kann ich hier drin das Ding zu mehr machen. So, dann fange ich mal an, diesen Scout hier umzubauen. Also dieses Schiff. Ah, nee, nicht das Gyroskop anflexen. Nein, nicht machen, noch nicht. Noch können wir uns das nicht leisten. Ah, du hast schon einen Obstdetektor vorbereitet. Nee. Triebwerke. Ah, okay. Ein Triebwerk in die Richtung. Dann ist etwas weggefallen. Oh nein, das war der falsche. Ein Triebwerk, hier. Dann brauche ich... Ah, du hast noch nicht viele Triebwerke platziert. Nein, ich hatte keine Stahlplatten. Alles gut. Aber da wir wissen, dass die Triebwerke verschwinden, werde ich die hier einfach rausreißen. Die Wasserstofftriebwerke? Dann haben... Ja. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum die verschwinden. Sind das normale Wasserstofftriebwerke oder ist das irgendeine besondere Technologie, die wir nicht kennen? Das kann ich dir tatsächlich so auch nicht sagen. Es steht irgendwas von NPC. Das kenne ich so nicht. Es muss was Neues sein. Das ist richtig. Aber das würde dann vermutlich unser Unwissen darüber erklären. Ja. Ich reiß die mal einfach alle Stufen raus. Wenn die nur Anti-Diebstahl-Technologie drin haben, dann haben wir keine Chance dagegen. Ja. Why? Warum zum Teufel macht das Ding Bogen, wenn ich es versuche zu bewegen? Keine Ahnung. Ist hier irgendwas das lose? Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich. Ah, verflixt, die können wir noch gar nicht bauen. Hat das sicher kein Gyroskop mehr drin? Ja. Leider absolut sicher. Ja, es dreht sich und bewegt sich, wenn ich es bewege. Oh nein, ich bin lustig. Ja, wenn du dagegen stößt. Nein, nein, wenn ich drin sitze und die Triebwerke benutze. Achso, also es... Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein. Ah, Moment, es könnte Schrott noch irgendwo drin liegen. Das verursacht manchmal die seltsamsten Auswirkungen. Oh Mann, ich muss aussteigen und ich muss so zurück zum Trümmerhaufen. Ich tu mir gerade weh. Oh nein. Durstig? Ja, ich bin durstig.
Deswegen habe ich immer was zu trinken im Inventar. Warum haben wir solche High-End-Anzüge, wenn die uns das nicht mal rechtzeitig sagen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht zu beantworten vermag. What? Oh, das war der falsche Knopf. Ha? Hast du den globalen Funkverkehr gerade gesehen? Ja. I mean, what? Ja, ich habe keine Ahnung. Da unten hauen sich Scav und Junk gegenseitig aufs Maul. Na toll. Hoffen wir, dass es bei gegenseitig bleibt und die uns in Ruhe lassen. Ja. Die sollen sich ruhig gegenseitig auf die Mütze hauen. Das ist... Ja, wir haben ja jetzt gelernt, daraus können wir Vorteile ziehen. Profit schlagen, ja. Verflixt. Was denn? Ich habe nicht genug Komponenten. Machen wir mal die Antenne weg. Dann müsste ich genug Komponenten haben. Kannst du mich noch hören? Ich kann dich hören, ja. Okay, gut. Dann überträgt die Antenne. Mir geht Sauerstoff und Wasserstoff aus. Yay. Dann komm zurück. Ja. Okay, das Teil ist komplett weird. Ich reiß wahrscheinlich die Hälfte ab, außer den Cargo-Container und den Verbinder. Okay. Und die Magnetplatte? Da ist eine Magnetplatte dran. Ja. Habe ich auch gesehen. Die an einem... Scharnier hängt. Genau, an einem Scharnier. Oh, ist es deswegen so merkwürdig zu fliegen, das Ding? Möglich. Wo ist denn das Scharnier? Ich glaube, ich weiß, warum das so ist, wie es ist. Das Scharnier ist nicht mit dem Schiff verbunden. Oh. But why? Gute Frage. Oh, habe ich überhaupt... Ja. Dann gehe ich mal wieder zurück zu meinem Schiff. Ah, du brauchst ein Gyroskop, ne? Wow, das wollte ich nicht. Bleib da, Magnetplatte. Weißt du was? Nimm das Gyroskop hier aus dem Scout. Ich hab da unten ja eins. Nimm mal ein paar Triebwerkskomponenten mit. Und dann sollte ich da unten alles haben, was ich brauche, um das Schiff flugfähig zu kriegen. Ah nein, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee, ich hab kein Cockpit. Oh. Ich glaube, die Magnetplatte lasse ich einfach Magnetplatte sein. Wir können bald selber welche bauen. Ja. Gyroskop. Was meinst du? Das hängt vom Scout. Das hängt da unten drunter. Huch. Okay, das heißt, ich brauche Weltpads. Mal gucken, ob ich die Dinger bedienen kann. Ist eigentlich tatsächlich relativ einfach, sagte er. Sagte er. Und hatte selber seine Probleme damit. Ja, ja. Ich verstehe. Dann kann ich ja das... da will ich... Will ich da Platz? Will ich das da rein? Nein, ich mach das hier. So, dass man drauf... Oh, verflixt. Was denn? Ich glaube, ich habe keine Komponenten für Weltpads. Profi. Ja. Obwohl, doch, ich hab. Ich hab genug hier auseinandergenommen, dass ich genug Komponenten dafür hab. Hey, ich bin einfacher Raumschiffkapitän. Das ist, ja. Ich bin sowas nicht gewohnt. Dann kannst du bei dir ja auch gleich schon mal einen Erdsensor drauf schrauben. Sobald ich ein Gyroskop habe. Natürlich. Es war auch nicht gemeint jetzt sofort, sondern sobald du das Gyroskop hast. So. Hoppala. Wo setzen wir das mal an? Am sinnvollsten irgendwo, wo es einfach ist. Also vermutlich da. Oh nein. Natürlich. Das Schiff dreht sich. Oh nein. Oh nein. Hm? Ich habe das Schiff angestoßen. Es dreht sich. Das ist nicht gut. Hey! Ich habe ein Gyroskop am Schiff. Mois. Ich habe es geschafft. Okay, das heißt, ich kann das Teil jetzt mit Triebwerken ausstatten. Und ordentlich fliegen. Wie ist es mit deinem alten Scout? Den können wir zerlegen. Dann... Würde ich sagen. Nutze ich doch da mal Teile, bevor ich ewig danach suche. Ja, schon. Na komm. Nicht anstoßen. Ja,
Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und diese Drehung ist halt auch... nicht gut? Nein, obwohl. So gar nicht. Ha! Geschafft. Yay! Glückwunsch. Yay. Oh Gott. Das Ding ist schwerfällig. Zumindest in der Beschleunigung. Das Ding hat 2 Cargo-Container. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Aber ich muss es äußerst kräftig umbauen. Ja, ich mache das jetzt ja wie hier so, dass es sich bewegt. Mehr mache ich im Moment nicht. Ja. So, ich habe das Schiff mal übernommen. Mhm. Damit das dann auch uns gehört tatsächlich. Guter Plan. Haben wir nun Schub in alle Richtungen? Nein, Schub nach oben fehlt noch. Schub nach oben ist wichtig. Was ist jetzt hier mit dem Scharnier? Au. Doch, das Scharnier ist verbunden. Bei mir. Ah, ich weiß, warum es nicht mehr verbunden war bei dir. Mhm. Weil der Remote Control raus war. Hier habe ich ihn nur angeflext und deswegen ist er noch verbunden. Das würde es erklären, ja. Das Ding sieht absolut seltsam aus. Allerdings. Okay, hätten wir das. Jetzt noch ein Erdsensor. Und dann ist das Teil funktionsfähig. Allerdings hat es nur winzige Batterien. Ich glaube, die große Batterie und den Reaktor von deinem Scout sollten wir weiterverwenden. Ja, definitiv. Wobei, ja, die Batterie ist eigentlich nicht so wichtig. Die sollten wir nur ans Schiff anklemmen, dass wir da hier den Strom nutzen können. Aber wie klemmen wir die an? Ja. Das meiste in Speedwolken ist schon weg. Ja, aber ich kann es noch fliegen. Ah, nee, kann ich nicht. Okay. Nein, nein. Ja, dann ist die Frage, wie klemmen wir das an? Am einfachsten geht es tatsächlich über einen Rotor. Und das heißt, den Rest drumherum wegmachen? Moment. Wahrscheinlich, ja. Reicht ja ein kleiner Reaktor, um das Schiff zu befeuern? Weiß ich nicht. Tatsächlich. Das sind nur 500 Kilowatt, die der liefert. Versuch macht klug. Oh no, ich hab's angeditscht. Ja. Ja. Aber können wir nicht langsam Gyroskope bauen? Was sagt denn unsere Forschung? Mechanik 2. Nein, der nicht. Mechanik 3. Da. So, und wie platziere ich das Ding jetzt? Moment, ich habe das schon vorbereitet bei mir. Ist es schon fertig? Okay, dann packe ich es mal wieder zurück. Ja, es ist fertig. Genauso wie die anderen beiden, die da waren. Dann machen wir doch alle 3 nacheinander. Moment. Das war einmal Produktion 1. Sehr gut. Dann haben wir einmal Logistik 1. Oh, das heißt, wir können Basis-Assembler bauen. Basis-Montageanlagen, das ist gut. Logistik 1, wir können... You need Blueprint. Den habe ich doch... Oh nein, Mechanik 3 haben wir gemacht. Ja, Mechanik 2 ist aber drin. Mechanik 2 ist schon drin. Habe ich gerade rausgenommen und fertig gemacht. Ja. Ich habe den gerade rausgenommen und in den Dings gesteckt. Ich habe den falschen Blueprint gebaut. Ah, wow. Yay, wir können Gyroskope bauen. Yay. Yay, dann repariere ich als erstes das Gyroskop hier unten. Wichtig. Yep. So, das heißt, wir benötigen als nächstes... Was wieder? Was hatte ich gesagt? Wir brauchen Panzerung 1. Ja, das Gyroskop tut wieder. Sehr gut. Da Panzerung 1 und 2 wolltest du machen? Jetzt mache ich erst Panzerung 1 und Deko 1, bau das. Ja. Und dann mache ich Panzerung 2 und Deko 2. Klingt nach Plan. So, das heißt, wir müssten jetzt aber... Ja, wir können Plates bauen. Plates. Juhu. Richtig, wir können endlich mal was. Ja, wird auch Zeit. Ich hätte gerne noch einen Erdsensor. Na, nicht den für... So, wo ist Panzerung 1 müssen wir bauen?
Genauso wie... Oh, verflixt. Uns fehlt Kupfer. So, Panzerung 1 und Deko 1 sind fertig. Sehr gut. Das heißt, wir erforschen jetzt Panzerung 2 und Deko 2. Wir brauchen aber wieder Datasets. Haben ja noch. Oh je. Panzerung 2, Deko 2. Dauert jeweils... Panzerung 2 braucht 10 Minuten, Deko 2 3 Minuten 20. Na, da können wir mit leben. Ich sammle gerade noch ein bisschen Stein wegen... Kupfer. Kupfer. Genau, ich wollte Teile... Mensch, wir haben ja schon richtig viel geschafft. Ja, wir kommen besser voran, als ich tatsächlich erwartet hatte. Ja, ich hatte das auch nicht erwartet. Moment, können wir Wasserstoffmotoren bauen? Noch nicht. Ah, verflixt. Was brauchen wir dafür? Kann ich gleich prüfen. Und ja. Den sollte ich so hier nicht dran machen, sondern seitlich. Weil mittlerweile müssten wir doch... Moment, wir können Basic Assembler bauen, ne? Ja, dann ziehe ich unseren Assembler mal um, dass wir nicht das ganze Zeug ständig hin und her tragen müssen. Das ist ein guter Plan. Das nervt mich langsam. Na komm schon, lass mich... Yes! Reaktor montiert. Nice. Okay, es bewegt sich nicht schnell, aber es bewegt sich und ich habe genug Strom. Es bewegt sich und das ist deins. Richtig. Absensor habe ich verbaut und zwei Cargo-Container dabei. So. Oh, ich habe eine großartige Idee. Die da wäre? Wir haben Cargo-Container in den Dingern. Sollen wir jeweils einen Bohrer vorne dran machen? Halt, nee, bei dir ist eine Flex dran. Bei mir ist eine Flex dran, ja. Weiß ich nicht. Ich würde sie lieber gerne nicht abmachen. Auf der anderen Seite, wir haben beide Konnektoren. Das heißt, du könntest dir den Bohrer dran machen, könntest dein Cargo voll machen, dann schieben wir das in mein Schiff rüber. Na? Und dann... können wir mit beiden Schiffen Zeug holen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja. Boah. Das heißt allerdings auch, Stein meinen kann ich jetzt auch mit dem Ding. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Verbinder am Schiff. Können wir... Moment, was brauchen wir, um Verbinder zu bauen? Kann ich den hier nicht platzen? Da ist ein Block im Weg. So, tut mir leid, ich musste mal gerade mich notentleeren. Alles gut. können wir mittlerweile Verbinder bauen? Ich prüfe. Nein, können wir nicht. Okay, was brauchen wir, um Verbinder zu bauen? Logistik 3. Oh Gott, das dauert noch ein bisschen. Allerdings kümmere ich mich mal darum, dass wir ausreichend Kupfer haben. Okay, vielleicht verpasse ich dem Ding doch noch irgendwann eine Batterie. Eine große. Denn es... ich brauche mehr Triebwerk. So, jetzt hatte ich... wir müssen die Anzüge fixen. Das ist so nicht wirklich tragbar. Ich habe zwischendurch Kommunikationsprobleme. Okay. Kannst du mich denn hören? Ja, jetzt mittlerweile wieder. Okay, das ist weird. Ja. Ah, Moment, wir können gar nicht andocken. Die, wie heißen sie? Die Triebwerke gucken so weit raus. Doch, das funktioniert. Bei mir nicht. Ja, doch. Doch, das wird eng, ja. Ja, aber jetzt lass mich mal ans Schiff ran. Ich habe jetzt voll mit Stein. Das müssen wir ja noch von Hand ausladen. Ja. Wir haben keine Gravitationssammler oder so. Ja, nee, ich denke, das ist noch zu fortschrittlich für unsere Anzüge. Ich wollte gerade sagen, da sind wir... Ups, so weit sind wir noch nicht. Aber so müssen wir zumindest nicht mehr alles von Hand machen. Ja. Ich park mein Schiff mal hier drüben. So. So. Buschladen. Okay. Noch leer. Dann holen wir aber auch das ganze Eis daraus. Würde ich nicht. Du brauchst das für Sauerstoff. Stimmt. Auch wenn ich nicht... Stimmt. Im Moment verbrauche ich es ja für nichts weiß, anderes. Warum? Ah, deswegen. Weil der aus ist. Der O2H2-Generator. Oder was? Ja, auf dem kleinen Schiff. Ja, den, auf dem kleinen Schiff. Den lassen wir aus. Ja, den machen wir nur an, wenn wir Sauerstoff brauchen. Richtig. Auf dem kleinen Schiff. Okay. Was sieht denn wie aus auf dem Ding? Moment, wir können Gyroskope bauen, ne? Ja, wir können Gyroskope bauen. Dann kann ich jetzt endlich die Position von diesem Gyroskop anpassen. Vielleicht brauche ich gar keine große Batterie für noch ein drittes Triebwerk in jede Richtung.
Der Reaktor ist aus. Normalerweise nicht. Ja. Ich fliege nur von dem... Die Anzahl an kleinen Batterien sollte reichen, ja. Richtig. Wenn ich da jetzt jeweils in jede Richtung noch ein Triebwerk reinkrieg, irgendwie, ja, sollte das Teil deutlich bewegungsfreudiger sein. Yep. Das ist ein guter Plan, glaube ich. Oh, Moment, können wir den jetzt... nee, können wir noch nicht. Okay, was dann darf ich den noch nicht wegreißen, oder? Kleine Conveyor-Verbinder. Also Conveyor-Junctions. Die Junctions? Ich weiß gar nicht. Moment. Nope. Junctions können wir noch nicht. Ja. Das gibt er noch nicht her. Weil dann kann ich das noch nicht umbauen. Weil dann, sonst mache ich nämlich die Tanks da unten nutzlos und das wäre blöd. Schade. So, ein weiteres Triebwerk in jede Richtung. Muss ich nur gucken, wo ich das unterkriege. Das dürfte nicht das Problem sein. Platz genug ist. Theoretisch, ja. Ich will aber nicht so viel von der Panzerung wegflexen. Links, ja, links, rechts würde gehen, aber alle anderen Richtungen wird eng. Das geht schon. Ich muss nur planen. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht. Ich sagte, es wird eng. Eng wird es auf jeden Fall. Hübsch ist das Ding definitiv auch nicht. Nee. Aber wir wollen damit ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Nee, wir wollen überleben. Ja, so. Moment, was befindet sich denn hier hinter? Batterien. Na, super. Ja, in dem Ding sind ziemlich viele Batterien drin. Ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Achso, da hätte ich ja sowieso... Nee. Okay. Brauche ich nur noch ein weiteres in die Richtung. Dann, das könnte funktionieren. Hier könnte ich noch ein drittes davon rein... Warum ist der so gedreht? Das verstehe ich. Ein H2O2-Generator können wir noch nicht bauen, ne? Ich glaube, nein. Nein, nee. Noch nicht. Noch nicht. Gibt der Anzug noch nicht her. Apropos, wie geht's eigentlich mit unserer Forschung? Da könnte ich nämlich Gas 1 in Produktion geben. Ja, Panzerung 2 ist nämlich bereits fertig. Deko 2 ist zu 60% fertig. Ja. Panzerung 2 und Deko 2. Dass man das alles immer von Hand aussuchen muss. Ja, das ist halt das mit der kaputten Software, ne? Allerdings, Panzerung 2 heißt, wir können leichte Panzerungsblöcke bauen. Oh, sehr gut. Und Deko 2, Cargo Crates. Moment, ich brauche ja nicht... Au, au, au. Brauchst nicht was? Brauch nicht so viele Conveyor-Verbinder. Einer reicht. Das heißt, ich kann das bisschen zusammenstauchen. Dass ich ein bisschen... Tada, Panzerungsblöcke. Platz kriegen. Oh ja, endlich. Schön die Panzerung reparieren. So, der müsste eigentlich gedreht werden. Das ist blöd, warum ist der so rum? So, und was wollte ich jetzt? Gas 1, ne? Ja. Dann machen wir Gas 1 und dann Produktion 2. Oh, wir brauchen einen Plan. Produktion 1 Blueprint dafür. Ugh. Ja, den haben wir. Das ist kein Ding. Aber das heißt, ich muss einen zweiten Produktion 1... Nee, wir haben... Moment, ich bin verwirrt. Produktion 1 haben wir leider nur einen zur Verfügung. Den brauchen wir aber für Gas auch. Okay. Das heißt, du musst noch einen davon herstellen. Also Produktion 1, das ist einer von den schnellen. Gas 1 dauert 10 Minuten. Produktion 2 auch. Und dann ist es egal. Dann fangen wir mit Gas an und schieben Produktion 2. Gut, 10 Minuten sind relativ zügig um. Tatsächlich. Eben. Okay, die nächsten Forschungen laufen. Sehr gut. Und wir können jetzt Cargo Crates bauen. Nice. Ich gebe bei und reiß nochmal mein Cockpit weg. Und stelle fest, das war dumm. Obwohl, gar nicht mal so sehr, weil wir können Basic Conveyor bauen. Das ist richtig. Soll ich mal ein, zwei Asteroiden angucken? Bin bereits dafür ausgestattet. Hörst du mich? Hörst du mich jetzt? Dein Funk hat vermutlich einen Schaden. Ja, ganz genau. Das ist blöd, wenn der Funk nicht funktioniert. Also gar nicht. Hallo? Hey. Ah, dein jetzt höre ich dich wieder. Dein Funk funktioniert wieder. Ach, sehr schön. Diese Anzüge machen mich wahnsinnig. Ja, ich fühle das. Ich hatte dich gefragt, soll ich denn einfach mal los und ein, zwei Asteroiden abchecken? Das wäre nicht verkehrt, ja.
Dann tue ich das mal. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken dabei. Ich habe Sauerstoff, ich habe Wasserstoff dabei. Ich habe ein Schiff. Attacke! Oh, ein Schiff, ja. Das mir noch gar nicht gehört. Ah, dieses Problem. Ja, jetzt ist besser. Okay. Ach, verflixt. Verflixt? Ja, ich habe mein Cockpit weggerissen und wollte das eigentlich wieder platzieren, aber dann hat der Funk gesponnen und ja, jetzt habe ich die Teile weggelegt. Oh no. Yay. Ich habe keine Kamera platziert. Ja, okay, jetzt bin ich schon weg. Oh no. Ja, so what? Es ist im Moment etwas ruhiger, oder? Ja, sieht danach aus. Ein Haufen beschädigte Schiffe, so wie es aussieht. Oh. Aber Hauptsache ein bisschen ruhiger. Naja, das ist schon gut so. Ja. Den Asteroiden, auf den ich zufliege, wenn ich mein Auge nicht täuscht, hat der einen blauen Schimmer. Blau? Was ist blau? Magnesium, Kobalt, Eis. Wäre alles drei wichtig. Das wäre alles drei wichtig. Das klingt doch richtig gut. Lass es doch einfach Kobalt sein. Und Eis. Ja. Oh no, mir fällt jetzt gerade erst auf die Antennenreichweiten. Wir haben nur 5 Kilometer. Okay, er kann mich nicht hören. Dann hoffe ich doch einfach mal, dass das ein bisschen was taugt. Dann benennen wir so lange mal das Schiff um und sehen zu, dass man mich aussieht. Komm dem blauen Schimmer näher. Ich darf nur nicht vergessen, welches unser Asteroid ist. Ich habe mir natürlich nichts markiert. Ich schaffe das. Das ist sehr blau. Bremsen wir mal. Das ist sehr blau. Was ist das? Eis sieht... Das sieht nicht nach Eis aus. Lasst uns das doch mal checken. Ist das Kobalt? Es leuchtet sehr blau. Ja, das ist Kobalt. Nice. Wir haben Kobalt gefunden. Er kann mich zwar nicht hören, aber wir haben Kobalt gefunden. Auch wenn er mich nicht hören kann. Ist eigentlich ein ganz netter Typ. Vor allem scheint er mir zu helfen. Das ist gut. Das ist gut. Wir können uns gegenseitig richtig was Gutes tun. Ich nehme mal etwas Kobalt mit, aber nicht zu viel. Ich denke, das reicht. Ich markiere mir das mal. Muss es ja wiederfinden. Okay. Dann checken wir mal noch den Rest vom Asteroiden und gehen vielleicht noch zum nächsten. Vielleicht hat es hier noch mehr. Etwas Eisen wäre nicht schlecht. Oder Kupfer. Ja, Kupfer. Kupfer wäre wichtig. Hat es hier wirklich nur Kobalt? Das ist ja fast ein bisschen schade. Oh, nicht irgendwo anstoßen. Aber so wie es aussieht, hat das Ding hier ausschließlich Kobalt. Aber mit Kobalt kommen wir auf jeden Fall schon mal eine Ecke weiter. Das ist gut. Das hier hat auch ein Loch. Mal hier reingucken. Sieht aber nicht so aus. Eine Vicor VC Ortklass Fregatte. Sollte mich aber hoffentlich in Ruhe lassen. Hast du irgendwas gefunden? Ich kann dich nämlich nicht mehr hören. Du hast die... Du bist, glaube ich, zu weit weg. Ja, die Antenne. Oh, nein, reicht immer noch nicht. Du musst, glaube ich, die Reichweite deiner Antenne etwas... Ja, habe ich gerade getan. Ich war auch schon die ganze Zeit fest überzeugt, dass unsere Antennenreichweiten nicht reichen. Ja, ich habe Kobalt gefunden. Oh, sehr schön. Wie weit bist du denn? Oh, 14 Kilometer. Mhm. Das ist eine Ecke. Ich habe auch ein bisschen, Kobalt ist gut. Bisschen Kobalt jetzt mitgenommen, aber nicht so viel. Ja, das ist gut, weil das braucht ewig, um verarbeitet zu werden. Und wir haben nicht den Strom im Moment. Aber die Frage ist, brauchen wir jetzt im Moment große Mengen Kobalt? Nicht wirklich. Ich habe gerade noch einen anderen Punkt. Sollten wir anfangen, in Richtung der Planeten zu reisen? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir können das Gyroskop auf dem großen Schiff reparieren. Das Gyroskop auf dem großen Schiff ist repariert. Hast du schon? Ja. Finde ich gut. War schon so. Eine VC Ortklass Frigate. 2,5 Kilometer von mir hier. Aber da wir denen neutral gestimmt sind, sollte die mir nichts tun. Nö. Ich habe das Kobalt mal markiert. Ich weiß nicht, ist es im Moment sinnvoll, Dinge zu markieren? Nicht wirklich. Wenn wir sowieso hier uns wegbewegen, dann... Müssen. Wir sollten optimalerweise einen Planeten anfliegen. Ja, optimalerweise ja. Die Frage ist, sind die Planeten bewohnt? Welchen? Wie weit sind sie weg? Ja, wir müssen irgendwie rausfinden, welches der nächste Planet ist. Ja. Aber ich würde mal die größten von hier aus anfliegen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Weil in der Hoffnung, dass es alles Gesteinsplaneten sind, die größeren sollten näher dran sein, theoretisch. Die Frage ist, was heißt näher? Ja. Wie weit war dieser Marker von dem komischen Labor weg? 18.000 Kilometer. Ja, das fliegen wir nicht mit dem Haufen Müll. Eher nicht. Ne? Aber vielleicht, wir können jetzt Panzerung bauen. Bekommen wir den Haufen Müll luftdicht? Theoretisch. Und wenn wir einen Lüfter bauen könnten,
könnten, da was wir nicht können momentan. Oh. Dann hätten wir auch Verwendung für einen luftdichten Raum. Weil Sauerstoff haben wir ja im Moment zur Verfügung noch. Ich bin am nächsten Asteroiden. Okay. Schauen wir doch mal, was es hier hat. Was brauchen wir denn am dringendsten im Moment? Ich denke, Eisen wäre nicht schlecht. Eis. Eisen, Nickel, ein bisschen noch mehr. Das können wir holen. Wenn wir mit dem Großen wegfliegen, Kupfer. Können wir an dem Nickel- und Silizium-Asteroiden vorbei und da noch was mitnehmen. Vor allem, wenn wir genug Silizium mitnehmen, wäre es vielleicht hilfreich, mehr Solarpanels zu bauen. Ja. Dass wir den Aber Reaktor wir nicht so viel. Kupfer für. Richtig. Deswegen habe ich vielleicht die Hoffnung, dass ich Kupfer finde. Weil da scheinen wir doch recht große Mengen zu benötigen. Ja. Der Asteroid hier scheint leer zu sein. Na toll. Ist dein Erdsensor auf maximale Reichweite eingestellt? Ja, ist er. Und ich habe gerade zwei Marker gesehen, die waren aber gleich wieder weg. Hier. Uran und Aluminium. Uran. Davon sollten wir ein paar Tonnen mitnehmen. Auf jeden Fall. Möchtest du Cargo Crates bauen? Die großen, wo wir schon welche da haben? Ja. Ja, baue ich sofort. Uran. Soll ich das gleich abbauen? Moment, brauchen wir gar nicht. Wir können richtige Container bauen. Aber nur große. Nein, wir können kleine bauen. Ja, dann bauen wir Container. Die Frage ist, bewegen wir denn das Schiff am besten hierher? Wahrscheinlich. Dann markiere ich das Uran doch kurz. Bring aber etwas Aluminium mit. Ja. Dann müssen wir unsere Schiffe hiermit irgendwie verbinden, dass wir schnell. Naja, wir können Magnetplatten bauen. Ja, das meine ich ja, dass wir dann Magnetplatten bauen. Magnetisieren wir hier eigentlich einfach alles zusammen. Aber hier hat es mehrere Uranvorkommen. Nett. Was müssen wir tun, um das Zeug raffinieren zu können? Eine große Raffinerie bauen. Willst du mal prüfen, was wir dafür erforschen müssen? Mache ich sofort. Ich will erstmal mein Schiff so weit klar kriegen, dass ich unser Schiff andocken kann. Ich hoffe, wir können Aluminium raffinieren. Ja, doch, Aluminium müsste gehen. Das ist ziemlich basic. Ja, theoretisch sollte das gehen, ja. Also bringe ich Aluminium mit. Weil die Basic Refinery, die hat ja Aluminium rausgehauen. Aus Gestein, ja. Komm, hol dir ja Spuren Aluminium raus. Das ist nicht viel, aber. Ja. Kupfer wäre jetzt noch. So, ich habe mal unsere Cargo-System um einen Container erweitert. Hier hat es eine gigantische Menge Uran. Nice. So, dann fange ich jetzt aber mal an. Das Schiff flugfähig zu machen. Mal, was brauchen wir für Refinery? Ja, guter Plan. Oh. 1,7 Kilometer weg von mir ist eins dieser unbekannten Signale, die du angesprochen hast. Sollte ich mir das mal ansehen? Ich hatte schon wieder Schwierigkeiten. Ja. Doch. Ansehen. Definitiv ansehen. Und wir brauchen Datapads. So, was brauchen wir für eine Raffinerie? Datapad. Eben hatte ich geguckt. Verflixt. Mein Gehirn arbeitet nicht. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, der was abbekommen hat. Wir brauchen Material 2. Für Material 2 brauchen wir Material 1. Für Material 1 brauchen wir... Versteckst du dich? Da. Gar nichts, weil das kann ich erforschen. Dann los. Wir brauchen nur 10 Minuten. Sehr gut. Und Material 2, 1 Stunde 40. Oh no. Ja, aber wenn wir es schaffen, das Uran zu raffinieren, haben wir mit Strom... Theoretisch kein Problem mehr. Ja. Wir können uns so viel Uran holen. Ich bereite mal alles vor, dass wir luftdichten Raum kriegen. Das ist ein guter Plan. Ich bin gleich an diesem unbekannten Signal. Warum hat das Ding einen Timer dran? What? 13 Minuten. T-13 Minuten. Okay, das ist... Ich Idiot. Ist das eine Mine? Nein. Also, solange der Timer läuft, nicht. Erst wenn der Timer abgelaufen ist. What? Oh Mann, ich hab... Ja, die vernichten sich dann selber. Naja, ich hab Erz im Schiff. Es ist etwas träger. Wen wundert's? Hallo? Unbekanntes Signal. Das ist ein Rahmenblock mit einem Knopf, einem kleinen Cargo-Container und einer Mini-Batterie. Oh, ich würde einfach mal den Knopf drücken. Bring mich nicht in Versuchung. Ich kann doch nicht einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Knöpfe sind dazu da, um gedrückt zu werden. Ich weiß, ich drücke auf den Knopf. Try your luck to get a new special item. What? What? Lotto-System? Okay. Ich habe Leopardenhandschuhe gewonnen. Was? Oh, wow. Was? Warum? Ich habe keine Ahnung. In dem Cargo-Container befindet sich... Hattest du Gas 1 schon... Ja, ich hör zu.
medizinische Medikits. 3 Stück. Cool, brauchen wir. Das ist wertvoll. Okay, richtig gut. Ja, Gas absolut. 1 hatte ich, glaube ich, in Produktion gegeben. Ja, aber hast du den schon platziert? Wenn... Meine nicht. Nein. Nein. Okay. Okay. Wo ist denn zu Hause? Moment. Zu Hause ist hier bei mir. No shit. Ja, jetzt Safeguard in echt und ohne Scheiß. Warum können wir keine Displays herstellen? Weil wir die noch nicht erforscht haben. Außer diese schrägen Riesendisplays. Ach da, nee, alles gut. Ich hab jetzt falsch geguckt. Ah. Ich meinte die Komponente-Display. Ach so. Doch, das können wir, tatsächlich. Ja, allerdings war ich zu blöd, das zu finden im Assembler. Ja, okay. Also, ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile 3 Triebwerke in jede Richtung. Okay. Also, es sind 18 Triebwerke und ich habe mit den kleinen Batterien genug Strom. Das heißt, den Reaktor hier drauf habe ich nur dann an, wenn ich die Batterien laden muss. Weil die halten tatsächlich nicht allzu lang. So, ich habe jetzt Gas 1 unlocked. Das heißt, wir können O2-Generatoren bauen. Also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er das an dich übertragen hat, das musst du prüfen. Ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass du Dinge freigeschalten hast. Okay. Das ist wohl fraktionsweit. Das beruhigt mich, ich kann mein Softwarezeug noch. Es funktioniert. Ja. Ich könnte theoretisch unseren tollen Forschungscomputer schneller machen. Aber die Energie haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Das ist das Problem. Ich schaff's nur mit sehr, sehr hohem Stromverbrauch. Das heißt, ohne das Uran geht's nicht. Das geht erst, wenn wir das Uran haben. Okay, ja. Ups. Vielleicht können wir auch die ganzen Void Wolves einfach nur zerflexen. Ja, das könnten wir tatsächlich tun. Eventuell bekommen wir genug Uran-Reaktorkomponenten und, Triebwerkskomponenten, dass wir dem großen Schiff 1-2 mehr Triebwerke verpassen können. Ja. Dann wären wir reisefähig. Yep. Das habe ich nicht erwartet. Wir sind noch nicht lang hier. Was sind es jetzt? 3 Tage? Vielleicht? Was auch immer ein Tag ist. Kann hinkommen. Das ist gut. Oh, das sollte ich nicht. Versehentlich die Batterie angeflext. Das sollte man tatsächlich nicht tun. Sollen wir vielleicht unsere Antennenreichweiten wieder runterstellen? Oh ja, sollten wir. Definitiv. 5.000. Machen wir 5.000 oder so gehen wir weiter runter? Wie weit bist du jetzt noch weg? Aktuell sind es, glaube ich, noch 4 Kilometer. Aber dann würde ich erstmal auf 5.000 und später dann nochmal runter auf 1.000 oder so. Oder wir gehen direkt auf 1.000. Ich bin ja gleich da. Ja, oder so. Komm. Also 1.000. Ja, was soll der Geiz. So. Endlich Ruhe. Kann der quasseln. Mann. Manchmal ist das... anstrengend. Können Leute nur so viel quasseln? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist unbegreiflich. Ich verstehe es nicht. Quasselstrippen. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dir ist bewusst, wenn du über mich herziehst und die Antennenreichweite nicht runterdrehst, dass ich dich höre. Hä? Was? Ich hab nichts gesagt. Nee. Quatsch. Deine Antennenreichweite ist nach wie vor viel höher als meine. Nein, meine Antennenreichweite ist 1000 Meter. Ja, die vom Trümmerhaufen nicht. Die ist bei 800, oder? Oh. Nee, die ist bei 5000. Ich dreh die mal runter. What? Ja, was denn? Aus Bauxiterz bekommen wir nicht nur Aluminium. Sondern? Gallium. Gallium? Was sollen wir denn mit Gallium? Wenn ich das mal wüsste, was wir mit Gallium wollen. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Das habe ich... Das ist interessant. Ist es. Allerdings. Wir können keine Komponenten herstellen, die Gallium benötigen. Was brennt denn hier eigentlich immer noch? Triebwerke. Wie viel Triebwerkskomponenten? Okay. Wir hätten genug... Oh, verflixt. Ja? Was denn? Ich muss den Supercomputer abreißen. Weil? Weil er im Weg ist. Ich kann den Block darunter nicht wegmachen, ohne dass... Dann lass ihn vorher Produktion 2 fertig machen. Ja. Also wie gesagt, ich kann den Block darunter nicht wegmachen, ohne dass der detached wird. Ja. Halt vorher alles rausnehmen. Ja, das sowieso. Moment, was ist Produktion? Gehst du da mal bitte weg, dass ich den Block ersetzen kann? Natürlich. Huch,
So, jetzt kannst du da wieder hin. Produktion 2? Wofür hatte ich Produktion 2 gemacht? Ach ja, richtig, weil wir Produktion 3 benötigen für eine große Montageanlage. Genau, die wir stromtechnisch einfach noch nicht betreiben können. Dafür brauchen wir dann Produktion 4. Da gibt es ein Stromsparmodul. Yay, von einer Produktion zur nächsten. Mhm. Ich mache hier mal die Türen zu, in der Luftschleuse. Cargozugang. Da, wo Steve übrigens immer noch liegt. Das Ding ist, wird Steve nicht... Weiß nicht, sollten wir den woanders hinlegen? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir sollten den Leichnam zurückbringen. Dass er ordentlich bestattet werden kann. Weißt du? Das ist ein... Das ist wahr. Hier, bitte. Ja, danke. Die Stelle können wir dann sowieso nicht verwenden, wenn wir den Raum luftdicht haben wollen. Oh. Weil sonst ist das zum Airlock hin offen und... Sollen wir da einen weiteren Cargo-Container platzieren? Ja, stimmt. Könnten wir eigentlich machen. Das wäre doch ein Plan. Okay. Wir brauchen einen neuen Platz für den Supercomputer. Ja, ich wüsste da auch einen. Da in der Ecke. Hinter dir. Da, wo der die Montageanlage stand. Ja, hier, wo ich jetzt den Block fertig gemacht habe. Guter Plan. Das ich glaube, da stört er erstmal am wenigsten. Stört am wenigsten, ja. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung dafür. Oh, meine Energie ist schon wieder runter. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich noch? Nichts mehr. Was? Oh je, wir haben fast kein Eisen mehr. Das ist nicht gut. Yep. 3,9 Kilo, um genau zu sein. Ja, genau. Das ist das, was ich meinte. Fast kein Eisen. Ich bin mal so frei und mache uns einen Satz besseres Werkzeug. Wenn wir uns das leisten können, bitte. Kobalt. Ja, brauchen genau. Wir dafür. Haben wir. Gut. Das ist hervorragend. Können wir schon Türen bauen? Na, nicht wirklich. Also nicht die, die ich bauen will. Was brauchen wir dafür? Türtechnologie. Ach, toll. How obvious. Ja. Und zwar Stufe 2. Okay, Stufe 1 können wir uns leisten und Stufe 2 können wir dann auch. Wie lange dauert die? 1 Stunde 6 Minuten. Ja, sehr schön. Besserer Satz. Oh. Werkzeug liegt im Assembler. Danke. Was? Ah, wir können Lüfter bauen. Können wir? Gut, ja, können wir. Das ist gut. Haben wir freigeschaltet, als wir Gas 1 gedingst haben. Freigeschaltet. Genau. Manchmal ist mein Gehirn echt Matsche. Ja, besonders wenn es klappt. Ich reiß mal hier vorne die Crate weg. Bitte? Bitte? Ha? Ich hab nur Hast du was gedacht. Gesagt? Nee, ich hab nur laut gedacht. Alles gut. Okay. Ich besorge uns gerade mal Eisen. Ja, ich sehe das. Das ist sehr gut. Ja, vor allem... Das ermöglicht mir nämlich weiterzubauen. Ich hole den ganzen defekten Sprit aus den kaputten Triebwerken. Ja... Aber du steckst keine Komponenten rein, oder? Nein. Gut. Weil da müssen wir dann mal gucken, was sich überhaupt lohnt. Wir bräuchten hier noch einen Cargo-Container. Dann wäre der Reaktor direkt mit dem Cargo-System verbunden. Das kann man ja tun. Okay, mit dem ganzen Schrott kriegen wir tatsächlich ein bisschen Eisen zusammen. Oh, das ist gut. Dieses Schiff, ey. Ja. Es hat uns bis jetzt am Leben gehalten. Zum Glück. Das ist wahr. Und dann meint man, ein Studium rettet einen davon, nicht noch als Karosseriebauer zu agieren. Tja. Na gut. Wir sind bald luftdicht. Definiere bald. Fortschritte. Eine Handvoll Blöcke noch, die ein oder andere Tür und dann wären wir luftdicht. Das ist tatsächlich bald. Ja. Zugegeben. Ja, was machen wir jetzt mit dem kleinen Scout? Reißen wir den einfach auseinander? Die Triebwerke ja sowieso und das Cockpit, aber die Batterie? Die Batterie sollten wir eigentlich in unsere große Schiffsbatterie saugen. Optimalerweise. Erst nur die Frage, wie? So, wir haben jetzt nur noch die Batterie rumliegen. Bitte? Wir brauchen was, das unser Inventar sortiert. Ja. Das sieht ja grauenhaft aus. Das ist richtig. Ich schau mal gleich, was computerseitig möglich ist. Ohne unseren Energieverbrauch zu killen. Die Frage ist, wenn wir hier raus navigieren, wollen wir dann alle Wracks abfliegen, die keinen Besitzer mehr haben? Oder keinen Besitzer anzeigen? Scav-Antennas, 2 Stück. Bam. Ja.
So, ich habe jetzt... Man sollte echt meinen, ein hochausgebildeter Ingenieur muss nicht irgendwo rumlaufen und Blech gerade biegen, aber ich habe Blech gerade gebogen. Was soll ich dazu sagen? Unsere Außenhülle... irgendwo gestrandet, das ist normal. Ja, okay. Unsere Außenhülle ist, ich sag mal, zu 90% wieder gerade. Okay. Und wir haben hier, wie ich sehe... Siehst, ich habe einen Innenraum. Fast einen luftdichten Raum. Das Problem ist halt, hier vorne kriege ich noch nicht dicht. Da fehlen uns noch jede Menge Forschung, denke ich mal. Für die Scheiben zum Beispiel. Na? Ja, aber das... Aber, ja. Wir könnten das schaffen. Ja, natürlich schaffen wir das auf lange Sicht, definitiv. Na, hier müssen wir noch luftdicht machen zur Luftschleuse hin. Mhm. Na, aber ansonsten, ja, ein Vent brauchen wir noch, einen Lüfter. Ja. Wie gesagt, die ein oder andere Tür und dann wären wir luftdicht. Hier ist eine Tür drin. Ja, die, richtig, die sollte aber auch drin bleiben. Ja, natürlich, dass die Tür ins Cockpit drin bleibt. Richtig. Und wir brauchen, wir haben einen Ein- und Ausgang. Der ist ja, richtig. Wir müssen zwar jedes Mal Steve über die Füße tappen, aber... Ja, da ist sowieso die Frage, ob wir ihn nicht woanders hinlegen sollten. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Ich schau mal, vielleicht können wir da... Weil ich bin der Meinung, wie gesagt, dass wir ihn zurückbringen. Martha wird mit Sicherheit nicht erfreut sein, dass er tot ist. Wer auch immer diese Martha ist. Aber... Erfreut bestimmt nicht, aber wollte ich gerade sagen, was sollen wir dagegen tun? Sie wird mit Sicherheit froh sein, dass sie ihm dann wenigstens beerdigen kann. Richtig. Wir haben schon wieder kein Eisen. Ich weiß. Das habe ich gerade auch schon gesehen. Wir haben schon wieder kein Eisen. Das heißt, wir müssen Eisen besorgen. Ja. Hier drüben habe ich tatsächlich eine Leiter gebaut, dass wir runter können. Da sollen aber noch Türen hin. Das werde ich erstmal versiegeln. Ja, ich glaube nicht, dass wir so schnell sind, dass wir ein Unterdeck ordentlich bauen können. Nee, eben. Aber dann, weißt du, hier sollen Leitern hin, dass wir hier zumindest ans Unterdeck rankommen. Mhm. Oder eine Türen. Na? Das ist ein guter Plan. Ja, weil uns ist nicht geholfen, wenn wir zwar jede Menge Innenraum haben, aber ans Unterdeck, wo ja momentan unsere zwei von drei Batterien liegen und unser einziges Gyroskop, wenn wir da nicht rankommen, wenn wir es müssen. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir das Gyroskop umpositionieren, dass es geschützt ist. Wir können es umpositionieren. Ja, theoretisch könnten wir das, ja. Die Frage ist nur, wohin? Das ist... Im Prinzip hat dieses Ding nicht mehr als Pappe als Panzerung. Das ist vollkommen korrekt. Im Innenraum? Oder zumindest... Ja, wäre tatsächlich die... Ja. Oder zumindest so weit hoch, dass es bei den Batterien steht. Ja. Die übrigens nur noch 3,4% haben. Ich weiß, uns geht der Strom aus. Okay. Unsere Batterie hier im Innenraum, die hat auch nur noch für 3 Stunden Strom. Das heißt, wir müssen uns morgen unbedingt um Strom kümmern. Ja. Okay. Strom, Eisen, dass wir hier den Rest luftdicht kriegen. Vielleicht noch den ein oder anderen Cargo-Container. Ja. Und dann sollten wir gucken, dass wir hier wegkommen. Ja. Okay. Aber so langsam. Wir sollten uns ein bisschen ausruhen. Zeit fürs Bett. Ja. Ja. Alles klar. Definitiv. Okay. Dann mal gute Nacht. Bis in ein paar Stunden. Juhu.